Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte. Der Edain-Mordhund heute steht, ich glaube, sogar die fast letzte Arnor-Karte an, die mit der Version 4.3 hinzugepatcht wurde, und diese Karte nennt sich Rudor. Das hügelreiche östliche Königreich Arnors ist die Heimat der Hügelmenschen, und damit ist auch klar, dass wir hier natürlich mal wieder Angmar spielen werden, in dessen Reihen sich ja eben auch die Hügelmenschen als spielbare Einheit befinden. Und die vier Spieler haben wir heute wieder auf zwei Teams mal verteilt, also 2 gegen 2. Angmar gegen Gondor, alle drei KI-Spieler sind auch schwer, sowohl unser Verbündeter als auch unsere beiden Gegner. Allerdings habe ich heute mal bei der Verteilung der Spieler auf der Karte ein bisschen was anderes probiert. Wir spielen nämlich praktisch über Kreuz, das heißt, hier oben ist nicht unser Verbündeter, sondern ein Feind und der zweite Feind dann hier unten. Also so eine Diagonalverbindung zwischen den Verbündeten, wenn man so will. Zudem spielen wir heute den Spielmodus Schlacht, maximale Kommandopunkte verdoppelt. Damit wollen wir heute nicht geizen, gerade wenn wir die Hügelmenschen spielen. Und ja, dann würde ich vorschlagen, wir starten den Aufstand von Rudor und legen los mit den Hügelmenschen. Auf geht's! Also, zuletzt ja oft brutal, heute mal gegen schwer, aber dafür sind die Hügelmenschen auch eigentlich eine sehr, sehr schwache Einheit und heute will ich fokussiert mit denen hier eben thematisch in ihrer Heimat spielen, deswegen sollte das passen. Ich befehlige die Leibeigenen. So. Ich befehlige die Lanzenträger der Hügel, hier zu ihr machen. Dann mal los, befehlige sie mal, diese Lanzenträger. Okay, hier ist unsere Base und hier ganz oben links auf der anderen Seite eben unser Verbündeter. So, gleich mal ein Hügelmenschendorf für den Angriff. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Der Hügelmenschen, und hier haben wir ein paar wilde Hügelmenschen. Sieg oder Tod. Wie es aussieht. Alles nieder. Das ist ja nicht uninteressant. Kriegshorn Angmars werden wir gleich mal mitnehmen. Die Schlacht hat begonnen. So, und jetzt geht's hier gleich drunter und drüber, wie es aussieht. Unser neues Gebäude ist bereit. Sehr schön. Sie kommt über die Mauern. Wer kommt über die Mauern? Noch sehe ich keinen, der hier über die Mauern kommt. Erstmal sehe ich, dass wir diese Clanhütte hier hochnehmen. Oh. Und da kommt direkt eine Garnison aus Arnor vorbei. Ruhe, ihr Magen. So. Alles nieder. Das Ding nochmal plätten, bitte. Sie klettern über die Mauern, unsere Befehle. Sehr schön. So. Vorwärts, ihr Faulpelze. Und dann holen wir gleich mal Valda, den Verräter von Rudor. Ihr macht, was euch gesagt den wird. Anführer der Hügelmenschen, wenn man so will. Kämpft oder ihr lernt meine Keule kennen. Und das ist ja super gut, dass wir gleich mal Besuch aus Arnor bekommen. Wir werden angegriffen. Na los. Ruhe, ihr Magen. Oh, na herrlich. Auch noch so eine Bataillon. Die gibt's gleich mit im Angebot, wie ihr es macht, aussieht. Was euch gesagt wird. Naja, mal sehen, ob Valda da dagegen halten kann. Die Truppen werden angegriffen. Ich bin der Brigant. Wir marschieren in so, neue Länder. Brigant. Geh erstmal ein bisschen nach außen, dass du nicht so im Zentrum stehst. Und dann hau drauf, mein Junge. Briganten können der wir hier gut gebrauchen. Oh, hat schon ganz guten Wumms drauf, der gute Valda. Nahkampfschaden ist nicht ohne. Ja, mal zusetzen tun die unserem unserer Zitadelle doch ein wenig. Na los. Stufe 2, sehr schön. Valda schwingt seine Axt bereits freudig. Na los, die letzten beiden hier auch nochmal umnieten. Sehr schön. So, es scheint auch nur noch eine Bataillon überlebt zu haben. Kann man hier unten hingehen? Na super. Die Rache der Hügel. Kommen gleich die nächsten Jungs. Der Feind greift unsere Truppen an. Ich hoffe, Valda übersteht das. Es wäre es ihm zumindest zu wünschen, aber es sieht gut aus. So, und die Hügelmenschen errichten hier gleich mal ihr nächstes Dorf. Oh, Gollum, Gollum, Gollum. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ja, super. Greift an, ihr Magen. Jetzt kommen sie überhaupt nicht ran an den guten Gollum. Naja, ist ja auch halb so wild eigentlich. Die Schlacht hat begonnen. Ihr stinkenden Magen. So.
Das nächste Gebäude ist fertig. Sie werden untergehen. Na los, Jungs. Sie sind schwach und armselig. Oh oh. Wir haben unsere Befehle. Was macht ihr denn? Naja. König der Könige. So viel zu der Qualität, in Anführungszeichen, der Hügelmenschen. Wir zerstören unsere Mühe. Wir holen unsere Heimat zurück. Valda scheint erstmal auf sich allein gestellt zu sein. Aber das hilft ja alles nichts. Wir müssen ja irgendwie hier dagegen halten. Und erstmal unsere Base verteidigen. Aber so kann Valda zumindest mal easy leveln, ohne dass er jetzt zu krass aufs Maul bekommt. Was wollen die hier alle von mir? Verstehe ich irgendwie nicht ganz. Aber Valda metzelt sich da schon ein wenig durch. Befürchte aber fast, er wird das Ding nicht retten können vor der Zerstörung. An die Arbeit, Männer! Naja, wir können das Ding mal hochstufen. Das wäre sinnvoll. Nein, Valda hat es nicht geschafft. Ach, Waldemar. Naja. Jetzt verrecken hier die übrigen und das ist ja auch gut so. Ehre bedeutet Schwäche. Du kannst dich mal ein bisschen heilen. Und wir gucken mal, was unser Kompaniero hier so macht. Naja, auch nicht gerade sehr gut unterwegs. Wir müssen jetzt erstmal echt zu Rohstoffen kommen. Das wird die Priority Number One sein. Kampfrausch. Mit jedem Angriff verleiht Valda allen Vasallen in seiner Nähe für 10 Sekunden plus 40% Angriff. Ist schon was Feines. Allerdings, ich diene jetzt dem Hexenkönig. Ja, haben wir keine Vasallen im Umkreis, die davon groß profitieren können. Wir werfen den Westen nieder. So, du suchst den Feind, Valda. Ah! Hier hast du den Feind. So. Die Schlacht hat begonnen. Lass keinen entkommen. Reißt sie in Stücke. Alter, wie viele kommen denn da immer? Wir sind unterwegs. Na gut. Hügelmenschen, zurück zum Lager. Zieh dich zurück, mein Junge. Wir müssen jetzt erstmal auf das setzen, was wir hier haben. Wilde Ochs. Boah, Alter. Ehre bedeutet Schwäche. Vorwärts, Hügelmenschen. Die nutzen diese doppelten Kommandopunkte die echt richtig aus, die Jungs. Aber gut. Das Blutvergießen hat begonnen. Einmal umdrehen, Valda. Und dann geht das los. Wir können hier auch schon mal eine Halle des Königs errichten, damit wir mal ein paar Hügelmenschen holen können. Das kann ja irgendwie nicht sein, dass wir keinen Hügelmenschen bekommen. So, da kommen jetzt auch noch ein paar. Ehre bedeutet Schwäche. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, mit der Unterstützung der Türme für Valda da nochmal ein paar Jungs umzuhauen. Oh, das sieht gut aus. Wir haben eine neue Halle des Königs gebaut. Sehr der gut. Feind hat uns alleine die Hügel. So. Wir sind unterwegs. Rück mal wieder vor, mein Lieber. Wer braucht einen Baumeister? Du kannst da gleich mal deine Tribute hingeben. Sehr schön. So. 424. Können eigentlich nochmal einen zweiten Zuchtmeister ranholen. Wir werfen den Westen nieder. Die Hügel erheben sich. So, die Orks leben immer noch. Ich übernehme das Kommando. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Die Schlacht hat begonnen. Du gehst mal da unten hin. Mir nach. Beweist eure Stärke. So, Valda, beweist deine Stärke, mein Junge. Ein paar Orks hier wirst du ja wohl weggeknüppelt bekommen. So hoffe ich doch. Hier können wir mal das nächste Upgrade fahren. Aber das sieht gut aus mit Valda. Valdemar. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. So. Ich ziehe in die Schlacht. Ohne Hilfe dauert das ein Weilchen. Lass keinen kommen. Na los, den haust du nochmal um. Der Feind greift unsere Truppen an. Und dann durchstöbert das Gebäude. Einmal hier die Rüstung senken. Reißt es nieder. Und dann drauf da. So, hier werden wir gleich das nächste Hügelmenschendorf bauen. Wir haben den Feind gesehen. Ruhe, ihr Magen. Schneller oder ihr landet oder meine auch Königin nicht. Aber ihr zieht euch mal zurück. So, du blutest, aber nicht mehr. Vernichtet dieses Scheiße. Plündert ihre Taschen.
Sie sind schwach und das Blut für diesen Abfall. Dann ja echt von allen Seiten. Das ist leicht problematisch. Durchstöbert das Gebäude. So. Aber hier sollten wir sie jetzt eigentlich down bekommen. Ich kenne die Hügel. Sehr schön, Walde. Wir suchen den Feind. Wir holen unsere Heimat zurück. Ja, es ist müßig, sag ich mal. Ruhe, ihr Magen. Hier die Schlacht wartet. Gegen sie anzutreten, aber eigentlich sollten wir jetzt ganz gute Voraussetzungen haben. Ich bin die Faust anders. So. Keine ich befehlige die Leibeigenen. Ein paar Axtschleuderer kannst du auch noch mal ranholen. Sehr gut. Hört mir zu, ihr Magen. So. Keine Widerrede, ihr Würmer. Wir haben viel zu tun. Der Tributkarren kann da auch noch mal hin. Das dürfte uns ja jetzt noch mal schön Rohstoffe geben. Wie viel sind das eigentlich? 306. Nice. Hört mir zu, ihr Magen. Nice, nice, nice. Dann können wir hier eigentlich nochmal eine zweite Halle des Königs errichten. Keine Widerrede, ihr Würmer. Jetzt werden wir mal ein bisschen vorrücken. So. Sehr schön. Gehen wir hier mal auf Verteidigung. Ich spreche mit der Stimme des nächsten Königs. Der nächste Zuchtmeister ist da. Unserem Banner unterstellen? Ich befehlige die Lanzenträger der Hügel. Den Besten nieder. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch ein wenig Feinde finden, die wir niederwerfen können. Wir haben eine neue Halle des Königs gebaut. Sehr gut. Wir sind so hier fertig. Ich würde fast sagen, hier Ehre oben können wir mal gucken, Schwäche, ob wir da noch was haben. Ehre bedeutet wir haben Schwäche. Das Lager des Feindes entdeckt. Ah, das dachte ich mir. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. So. Wir werfen den Westen nieder. Kampfrausch. Für 30 Sekunden erhalten Vasallen in Valdas direkter Nähe durch seine Kampfrauschfähigkeit doppelt so starken Schadensbonus. Das nehmen wir doch mal. Jetzt dürfen die Hügelmenschen richtig geboostet werden. Geben wir nochmal einen Boost mit. Nice. Ja, der Damage ist trotzdem eher übersichtlich. Das ist leider einfach so. Die Hügelmenschen sind nicht die stärkste Fraktion, die Angmar hat. Aber das hilft dann nichts. Da müssen wir durch diese Erkenntnis. So. Jetzt kommen hier durchaus ein paar Feinde. Ich hoffe, mit Valdas Unterstützung kommen wir da gut voran. So. Zack, sehr gut. Okay, die wollen fliehen. Versuchen es zumindest. Mit jedem Hügelmenschendorf steigt ja auch der Angriff der Hügelmenschen. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. So, Walder. Zeigt den Jungs, wie es geht. Ruhe, ihr Magen. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur genug Schlagkraft entwickeln, um dann auch langfristig überleben zu können. Sehr gut. Okay. Ich kenne die Hügel. Dann gehen wir hier mal in diesen eher leeren Raum. Da nochmal hochgraden und dann sollten wir hier einen Vorposten bauen. So schnell wie möglich. Macht des Schnees. Können nichts produzieren, sind aber immun gegen Schaden. Das macht Sinn, das zu holen. So, 353. Eine Schmelze. Ja, können wir eine Schmelze hier nochmal bauen. Ein paar Punkte haben wir auch noch. Wir werfen den Westen nieder. So. Die Hügel erheben sich. Dann können wir eigentlich hier... Wir suchen den hier nochmal weiter. Ich möchte auch noch nicht so nah an die Base, weil die da bestimmt Türme und alles Mögliche haben. Das könnte böse enden, weil die Hügelmenschen halt echt schnell weg sind. Die halten nicht so viel aus. Aber momentan sieht es ja noch gut aus. So, verbesserte Verteidigungsmaßnahmen sind gebongt. Und wir... schauen mal weiter hier. Wir sind auf einen Höhlentroll gestoßen. Haben wir einen Höhlentroll? König der Könige. Wo haben wir meine Axtschleuderer? Hört mir zu, keine Widerrede, ihr Würmer. Hier geht mal auf den Höhlentroll drauf. Wir haben unsere Befehle. Wir holen uns den ganz. Ehre bedeutet Schwäche. Easy. Ihr macht, was euch gesagt wird. Na los. Keine Widerrede, ihr Würmer. So, jetzt hier drauf. Wir werden sieben feindliche Truppen gestoßen.
Okay, zieht euch zurück. Auf in die Schlacht. Na los. Sehr schön, Walder. Dann kannst du auch mal die Knochenbrecher rufen. Walder beschwört dauerhaft eine Horde Knochenbrecher, die durch Räuber und Wesen und Kampf raus besonders starke Boni erhält. Wollen wir das doch gleich mal machen. Setz das Ding in Bewegung. So. Was soll ich bauen? Unser Baumeister wurde angegriffen. Aber jetzt nicht mehr. So. Ich werde hier tatsächlich mal alles mit Schmelzen vollbauen. Ich kenne die Hügel. Sehr schön, Jungs. Sehr gut. Wir werfen den Westen nieder. Gute Arbeit. Brechen wir auf. Dann sackt hier nochmal die Schätze ein. Sehr wir gut. Suchen den Feind. Gebäude ist bereit. So. König der Könige. Wir sind hier fertig. Dann gehen wir zum Vorposten und legen dann jetzt mal langsam richtig los. Unser neues Gebäude ist fertig. Wobei, ich sollte nicht Zuchtmeister holen. Ich werde jetzt hier erstmal den ich diene jetzt dem Hexenkönig. Vorposten errichten. Mein Feind wurde zerschmettert. Sehr schön. Nice. Ich habe gerade gedacht, da ist so viel Angmar im feindlichen Lager. Oh, Zafragor mit am Start und ein paar Hügelmenschen. Das ist doch sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann bauen wir hier unseren Vorposten hin. Wo sollen wir bauen? Gehen wir! Wir haben viel zu tun. Und ihr könnt gleich mal... arbeitet oder ihr werdet geknechtet. So sieht's aus. Unser Tributkarren ein wenig abgeben. So. Walder auf Stufe 7. Tja. Können wir eigentlich mal wir holen unsere Heimat zurück. Hier oben gucken. Tja, und unsere Tributkarren werden jetzt auch abgegeben. Sehr gut. Zack, zack. Okay, sehr schön. Können wir hier eine Dunkelstahlschmiede errichten und nochmal zwei Hallen des Königs und hier mal Turm der Hexerei machen. Der Hexenkönig gebührt das Land an seinen Hexenmeister. Orkabschaum, räuchert sie aus! König der Könige! So, das dachte ich mir doch, dass wir hier noch was haben. So, Kampfrausch, Walder. Wir werden siegen. Ihr geht mal da drauf. Wir holen unsere Heimat zurück. Ihr geht da drauf. Dann geht's los. Und zwar so richtig. Wir wollen unserer neuen Dunkelstahlschmiede brennen. Wer braucht einen Baumeister? Halle des Königs gebaut. Sehr schön. Wenn wir die gleich mal hochstufen. Beweist eure Stärke! Na los, Walder. Unsere Truppen haben den Feind gesichtet. Muss ein bisschen aufpassen hier. Wir sind unterwegs. Schnell jetzt, sie werden untergehen. Rettet ich Waldemar. Bin okay, Waldemar. Da haben wir dich ein wenig unterschätzt, befürchte ich fast. Woher soll ich auch wissen, dass das hier so viele Feinde sind? Vorwärts, ihr stinkenden Magen. Naja, gut. Walder, es ist nicht deine Schuld. Ich werde dich mal kurz wieder erwecken. Wir müssen kämpfen. So, das ist jetzt natürlich scheiße hier. Das Gebäude ist fertig. Sie werden untergehen. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Die halten immerhin ganz gut dagegen, aber die Pferdenarren haben halt Walder komplett unter Beschuss genommen. Die Schlacht hat begonnen. Und das war nicht so spaßig. Naja. Was will man machen? Zwei Zuchtmeister können wir mal rekrutieren. Okay, alle unsere Einheiten wurden geplättet, wie es aussieht. Na gut, das andere Angmar liegt aber schon richtig los. Vielleicht sollten wir uns deren Beispiel einfach anschließen. Tja, die räumen auf. Die nutzen diese Kommandopunkte wirklich aus. So, die werdet jetzt ja wohl gekillt bekommen. Ich bin die Faust Angmar. Meine Treue gilt Angmar. Meine Treue gilt nur Angmar, will ich hoffen. So, jetzt stellen wir uns eine schöne Armee. Wir werden unsere Verbündeten hat eine Festung verloren. Von den zusammen. König der Könige. So. Die Hügel werden uns gehören. Gut, das war eigentlich nicht so geplant, aber was will man machen? Ich spreche mit der Stimme des Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? So, auf geht's. Dann holen wir uns noch ein paar Katapulte. Tja, und heute haben wir eigentlich hauptsächlich von unserem Angmar-Kollegen profitiert, so hätte ich es jetzt mal gesagt.
Ich befehlige die Leibeigenen. Anders kann man es nicht sagen. So. Wir machen jetzt hier erstmal schön die Kommandopunkte voll. So. Da werden mal Steinschleudern gebaut. Die rücken auch schon vor. Kommando. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Na los. Sehr schön. Können wir eigentlich schon mal vorrücken? Ich befehlige die Leibeigenen. Na los. Die Lanzenträger der Hügel. Ich will was sehen, Jungs. So. Das erste Ding kommt da auch ran in Form. Na los. Der Wagen ist unterwegs. Meine Axt sinkt. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Da haben wir den nächsten Zuchtmeister. Uns gehen die Rohstoffe aus. Lass keinen entkommen. So, Walder. Auf geht's. Aber so richtig vorgerückt ist Angmar noch nicht. Na gut, da kommen jetzt Eispfeile dazu. An die Arbeit, Männer. Na los. Schub ist unterwegs. So, meine zwei Schleudern dürfen den Turm schon mal umnieten. So. Ruhe, ihr Maden. Ich befehlige die Leibeigenen. Keine Widerrede, ihr Würmer. Jetzt ist hier aber richtig Kacke am Dampfen. So. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Ja gut, die werden da nicht groß durchkommen. Das kann ich schon mal prophezeien. So. Tja, und meine Jungs rücken hier vor. Wir haben den Ring verloren. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Wieso haben wir den Ring verloren? Den haben die doch hier wahrscheinlich irgendwo geholt. Wir holen unsere Heimat zurück. So. Ihr beiden könnt mal hier drauf schießen. Zafragor ist schon im feindlichen Lager. Aber wir rücken jetzt hier fleißig vor. So, auf die Zitadelle, meine Kinder. Sehr schön. König der Könige. Eisgeschosse sind jetzt kalt genug. Auf geht's. Ihr könnt euch Eisgeschosse gönnen. Ein bisschen mehr Damage. Kampfrausch, Walder. Auf in die Schlacht. Dann sollte der Gegner hier nicht mehr viel entgegenzusetzen haben. Hört mir zu, ihr Mann. Na los. Ich kenne die Hügel. Gute Arbeit. Ehre bedeutet Schwäche. Keine Widerrede, Ruhe, ihr Mama. So. Die Eisschüsse sind auch ready. Ich bade in ihrem Blut. Das glaube ich dir, dass du da drin badest. Die Truppen werden angegriffen. Die Rüstung von dem Ding nochmal runter, Walder. Nice. Ich spreche mit der Stimme des Übernehmers. Ja, wir können jetzt eigentlich nochmal viel. Kommt ja hier nicht mehr. Nochmal die Orks ranholen. Walder auf Stufe 10 kann er dann feindliche Gebäude platt machen, aber das werden wir hier gar nicht mehr so brauchen. Aber selbst in dieser Übermacht seht ihr, wie die Kommandopunkte runtergehen. Also, die halten halt einfach nicht so viel aus. Die Hügelmenschen. Jo. Und Walder ist der strahlende Sieger. In Rudor. Zwar einmal zu Fall gebracht von den Rittern, aber dann schnell wieder dank der Hexerei Angmars erweckt worden, so kann man es glaube ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das andere Angmar besser war oder wir. Okay, Rohstoffe hatten die 13.000 irgendwann. Ja, das andere Angmar deutlich, da hatten wir einen starken Partner, aber ein bisschen Glück muss man ja auch mal haben, denke ich. Ja, zwei Helden ausgebildet, einen gefallen, das war der gute Walder. Verhältnis ist immer noch 2,92, immer noch besser als unsere Verbündeten. Von dem hat Arno uns einfach nicht so Paroli geboten, von dem her vollkommen in Ordnung. Und damit sind wir mit den Arno-Karten durch. Wie es aussieht, ich gucke nochmal gerade durch. Auf Kartenname sollten wir natürlich gehen. Oh, nee, eine Karte fehlt noch. Eine einzige Arno-Karte fehlt noch und die werden wir uns dann für die nächste Folge, für Folge 50 ist es ja, aufsparen. Und zwar die Stadt Fornost. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit von der Partie, wenn wir Fornost verteidigen werden in dem Fall. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.